Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Das letzte Mal haben wir ja aufgehört. Wir wollten Sarah unser Zeug bringen, was wir wiedergefunden haben. Nein, was wir gefunden haben. Nicht wiedergefunden. Wir haben es ja gefunden, was wir für sie holen sollten. Und werden jetzt mal gucken, dass wir das Zeug bei ihr abgeben. Gucken, wofür sie es braucht und was sie damit macht. Keine Ahnung. Weaver, ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Kommt raus hier! Gibt's ein Problem? Ma'am. Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. Was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist Weaver. Er glaubt, die Lösung aller Probleme ist, einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein. Was denn, Deacon? Nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Deine blöden? Das, so denkst du darüber? Du glaubst, was das, ich hier das mache, meinte ist ich nicht. Blödsinn? Nein. Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss... Ein Anforderungsschein. Danke. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Wir haben 2 Jahre lang versucht, sie zu finden. Und ja, anscheinend ja wirklich einen Zombie nach dem anderen gemetzelt. Und dann gibt es hier ewig Streit. Das ist natürlich nicht so toll. St. John, bist du da? Oh. Ja, ich höre. Hier ist Lieutenant Weaver. Schon einen Blick auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, ja, ich meine, ja, Sir. Styropor, sie brauchen Styropor, stimmt's? Ja, genau, Styropor. Wenn du keins finden kannst, am Highway 97 südlich von Chemal steht ein kaputter Laster unterm Wasserturm. Findest du das? Wofür? Ich bin... Hören Sie, ich finde den kaputten Laster, okay? Ich hole Ihnen Ihr Styropor. Ich bitte darum. Ende. Gut, dann jetzt irgendwie Styropor, LKW, keine Ahnung. Wollten wir nicht das dahin? Und das da ist dann... Okay, das ist das Styropor-Ding. Also einmal komplett entgegengesetzt. Naja, egal. Jetzt fahren wir erstmal das Kopfgeld hier holen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wofür das war. Ja, genau. Bringt alle in Sicherheit. Ich fahre euch alle nur über den Haufen oder so. Also die stellen sich hier manchmal an wie, ich weiß nicht. Also wenn ich nichts anderes mache, als sie hier jedes Mal über den Haufen fahren. Was ja eigentlich nicht der Fall ist. Was ist das? Falsch gefahren und bald im Wasser gelandet. So. Da ist schon wieder ein Bär. Ne, das ist schon wieder der gleiche Bär. Dieser eklige, der... Nein, den will ich nicht. Der gibt kein Fleisch. Der macht nur Aua. Und übrigens Aua. Wir müssen gleich gucken.
dass wir noch unterwegs ein Polizeiauto plündern. Wir haben nämlich kaum noch Munition. Wir haben es geschafft. Ja, Sir. Corporal, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier ist fahnenflüchtig. Offizier? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Colonel, ich bin jetzt am letzten bekannten Standort. Ist sie dort? Nein, aber hier steht ein Bike der Miliz, also allzu weit kann sie nicht sein. Sehr gut, Corporal. Machen Sie weiter. Garrett Ende. Hey. Ein Milizbike. Das muss dann wohl ihres sein. Okay, was ist hier passiert? Das Bike blieb liegen und du bist ziemlich ausgerastet. Das kann ich gut verstehen. Kleine Stiefelabdrücke. Die sind von ihr. Ja, sie ist da lang. Ja. Also wenn die genauso waren, diese Offiziere oder sonstiges, wie okay. Schauen wir uns mal auf. Die mit Sarah da zu tun haben, dann wundert mich gar nichts, dass die gehen. Was ist das? Sie hat wohl was verloren. Was hast du verloren, Crystal? Denn was auch immer es war, du wolltest es unbedingt zurückhaben, hm? Ihr Ring? Was ist das? Ein Ring. Okay, das wäre der erste. Mehr Stiefelabdrücke. Der erste Ring, ja. Moment, der hat mehr, die hat mehrere? Keine Ahnung. Muss mich genau umschauen. Und was ist das hier? Oh, gelber Schnee. Gelber Schnee. Wenn man muss, dann muss man. Dir ist hier draußen alles völlig egal, oder Crystal? Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang. Winkelt. Und ist dann, keine Ahnung. Lang. St. John und Whittaker, ich, Corporal St. John, ja. Matt, der Colonel ist hier. Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja. Lieutenant Whittaker lobt sie in den höchsten Tönen. Ich mach nur meinen Job, Colonel. Sir. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher. Aber mit ihrer Hilfe... Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als einfach eine Bombe zu bauen. Weaver ist... Lieutenant Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Sir. Colonel. Weitermachen. Ist alles okay? Klingt, als ob... Tut mir leid, ich muss weg. Das ist noch nicht jetzt klar. Keine Ahnung. Oh, toll. Plünderer. Sind das deine Freunde, Crystal? Die sehen nicht gerade nett aus. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier ist fahnenflüchtig. Offizier? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Hab ich das? Ja, Sir. Den kriege ich. Corporal, ich will ihn lebend. Lebend, Sir. Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetzen zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetz zu stehen. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Okay, wir haben keine Polizei. Wir haben keine Munition mehr für die Pistole. Das ist hergestellt. Nichts, das Ding aber nur Cent. Das hier kann ich nicht gebrauchen. Brauchen kann ich, weil die Dame hin ist. Ich zeige denn, wo ich sie finde. Ist sie denn hingegangen danach? Ist doch hier irgendwo hoch?
da kann ich nichts machen. Fehlen noch mal Leute. Meine Güte. Schön. In. Ist auch nicht, wo die ganzen Typen und so hin sind. Na gut, hier komme ich nicht lang. Sind noch ein paar. Weiß das nicht auch das komische Camp und das Lager, wo wir vorhin schon mal die andere Frau ausgeholt haben? Oder die uns dann da fast gekillt hat. Nein, du hast nichts gesehen. So. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Wow. Fuck. Den habe ich gar nicht gesehen. Er hat getroffen. Natürlich habe ich getroffen. Alter, ich muss auch nachladen. Alter. Die ist leer. Scheiße. Eigentlich wollte ich ja auch nicht. Wow. Alter. Ernsthaft jetzt? So, waren das jetzt alle? Nein, es fehlt immer noch einer. Scheißdreck. Aua! So. Sehr schick. Und wo ist jetzt die Dame? Die habe ich immer noch nicht gefunden. Ist doch jetzt kacke. Ah, hervorragend. Ja, nicht nur in einer dieser Hütten, sondern anscheinend in dieser Hütte. Sie muss hier drin sein. Gefangen, so wie es aussieht. Warum komme ich da nicht hoch? Ich würde gern den letzten komischen Tünnis da auch erschießen. Ausnehmen. So. Ach, da liegt er. Sehr schön. Okay. Das hätten wir dann jetzt auch erledigt. Schauen wir mal. Wie so Sache ist. Scheiße, du hast echt die falschen Freunde. Leck mich! Ach, du bist das. Kennst du mich nicht? Ich weiß, wer du bist. Hast auf der Bühne gestanden und bist dem Colonel in den Arsch gekrochen wie ein braver kleiner Soldat. Oh, heilige Scheiße. Weißt du, warum ich hier bin? Ich nehme an, der Colonel hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Dann los, mach schon. Ist mir scheißegal. Was machst du denn da? Ich töte dich nicht, Ich brauche nur die Ringe. Das sind meine Scheißringe. Diese Wichser haben sie mir gestohlen. Es sind meine. Ja, das stimmt. Aber die Ringe oder dein Leben. Also, was ist dir lieber? Fahr doch
zur Hölle! Gern geschehen. Okay. Wir behaupten also jetzt beim Colonel vermutlich, dass sie tot ist. Tot war, keine Ahnung. Jetzt der Ausgang. Vermute ich jetzt mal so. Oh, hier gibt es Munition, sehr schick. 64 Sturmgewehr, 25 Pistole, 2. Hä? Moment. Hier kommen wir nicht raus, weil wir da nicht rauskommen. Keine Ahnung. Und dort ist schon wieder zu, obwohl wir eben erst aufgebrochen haben. Hä? Ich muss es nicht verstehen. Dann brechen wir halt wieder auf. Alles klar. Verstehe, wer will, ich nicht. Können wir leider auch nicht nutzen. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir zu unserem Moped zurückkommen. Und ja, irgendwie nächste ist zurück. Das ist die Idee da. Boo. Da ist irgendwo eine Hinweistafel, aber warum soll man da einmal kommen, wenn wir doch hier in dem Lager eigentlich sind? Will das Spiel mich jetzt gerade verarschen? Ich behaupte mal ja. So, als nächstes gehen wir dann. Weiß nicht. Ja, ich muss mir dann auch noch die dolle Rede von diesem Colonel wieder mal anhören. Ich mach dann jetzt erstmal das danach. Irgendwo soll hier vorne noch so eine Hinweistafel sein, weil warum soll man die dann nicht mitnehmen, weil ich schon hier in der Gegend sind? Oh, was steht denn da Schickes? Okay, Zoldfelder kämpft, die wandern dann. Ja, toll. Da war ich nicht schnell genug. Aber ihr habt ja den Vorteil. Macht Pause. Könnt das durchlesen. So, hier einmal runter. Wir müssen aber dann rüber, weil ich weiß gerade nicht, doch, da steht unser Bike. Ich wollte gerade sagen, irgendwo sollte das Bike stehen. So. So. Weiter. Wir haben auf jeden Fall. Alter, was war das? Ich hoffe, keine neue Zombie-Art. Bike ist auf jeden Fall platt. So, dann reiz mal kurz hier hoch, weil hier gibt es ja anscheinend noch irgendein X zumindest. Können wir hier noch. Ja. Der Traktor, den hat er ja schon. Da gibt es irgendwo. Ui! Diesen Bunker, den wir mal gefunden haben, nachdem wir da eine Mission erledigt hatten. So, dann möchte ich jetzt mal gerne. Da ist noch ein Zombie. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Kurz gucken. Ja, wir können, glaube ich, noch gebrauchen. 82 Sturmgewehr, 22 Pistole und weiter geht's. So, dann gucken wir jetzt, dass wir hier. Halt, warte mal. Bevor wir jetzt nämlich da hinfahren, hatten wir nicht noch eine andere Mission? Oder ist das die mit dem Styropor? Nee, das ist die nicht mit dem Styropor. Das Styropor ist hier hinten. So. Ich glaube, wir holen erst das Styropor, fahren dann dahin. Nee, wir fahren erst dahin, holen dann das Styropor. Ich glaube, das ist. Halt!
hat das aber jetzt nicht angenommen. Ich möchte erst dahin, bitte. Genau, erst diese Munition. Erst diese... Ui. Guck mal, hier können wir direkt sogar noch Sachen abgreifen. Sehr schön. Dann weiter. Also Missionen haben wir wohl noch reichlich hier im Game. Ja. Nein. Wir müssen nicht jeden Zombie hier niedermetzeln, den wir finden. Ich weiß nicht, warum der mir ewig anzeigt, welche Wölfe. Okay. Anscheinend sind diese Wölfe nicht schnell genug. Anscheinend doch. Das sind doch keine Wölfe, das sind diese scheiß Jägerviecher. Oh Leute. Oh, leckt mich doch. Und schon wieder hat mich so ein blödes Tier erwischt. Und schon wieder dran vorbei. Scheiße. Ah, schick. Oh, ich muss mich mal kurz heilen. So. Sehr schön. Jetzt haben wir von allem etwas. Zweimal Wölfe. Dreimal Jäger oder wie auch immer die Viecher heißen. Und da hinten haben wir definitiv noch ein X. Sollten wir dann vielleicht jetzt mal hinfahren? Moped ist hoffentlich nicht allzu kaputt. Da ist übrigens nochmal... Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier das X? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall noch so eine Hinweistafel, die können wir ja mal lesen gehen. Wenn wir schon hier in der Gegend sind. Dieses Gepfeife, was sich manchmal anhört wie Raketen oder so, ich weiß nicht, was das soll und was das für Gedönse ist, ernsthaft nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Camp Adia, die Kriegsspiele. Okay. Aua! Scheiße. Wir haben einen riesen Baum übersehen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier reparieren. So. Und weiter geht's hier. In die ganze Welt. Nein, aber... Gucken. Es ist aber gerade auch echt scheiß Wetter hier, ne? Es ist dunkel, dann regnet, man sieht die Hand vor Augen nicht. Wo? Hä? Was? Achso. Erstmal jetzt das Ding da, genau. Hier lang. Schon wieder ein Fragezeichen. Och Mann, Leute. Wenn ich nicht immer so neugierig wäre mit dem Fragezeichen, ne? Ui. Wie ist er denn? Netter Haufen vergewaltiger Diebe und Mörder. Was macht ihr hier draußen? Steig doch ab hier, du Armleuchter. Rührst dich nicht, hä? Versteck Hilfe! Hol ihn mir! Hilfe! Ich brauch Hilfe! Ja, ich würde. Wow! Verletzte! Los, ich gebe dir Deckung! Ja, ich gebe dir auch Deckung. Sind die anderen? Aua! Zurück!
mal zurück! Wo sind die denn jetzt hin, verdammte Kacke? Oh, ey, du Drecksack hier. Du brauchst gar nichts mehr, Alter. Na, oh, hüpf doch jetzt da. Na, hüpf doch einfach da hoch. Ja, du willst mir nichts tun. Ich sehe es an meinem Kumpel. Nein, an demjenigen, der da liegt. Nein, oh. Mann. So. Klar, mit dir rede ich am liebsten. Wo immer du bist, komm doch einfach raus, feige Sau. Immer so blöd, dass man so direkt ins Camp reinfliegt. Wo ist er denn jetzt, der mit mir reden wollende? So, du plötzlich nicht mehr da, oder wie? Nach Diamond Lake. Alter, mach, dass du nach Diamond Lake kommst. Zum Befreien der Geisel muss ich erst alle töten. Schön. Wo ist er denn? Nein, oh Mann. So, wo ist er? Geht's auch nicht weiter? Hier oben noch einer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt. Kommen wir hier irgendwo hoch? Ja, kommen wir hier überhaupt noch einer? Ah, sieht nicht so aus, oder? Da ist er, warte mal. Da. Ich hoffe, das war der letzte. Und dann müssen wir nach Dollar hin. Nach Diamond Lake. Sehr schön. So, darf ich ihn jetzt befreien? Also hey, geht hey, das. Hey, hey. Ist okay. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Camp? Diamond Lake, Diamond Lake, Diamond Lake, Diamond Lake. Nu, wo, genau. Diamond Lake. F. Beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Khoury. Ich war erledigt, verdammt. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. Ich heiße die. Nicht anhalten. Bleib in Deckung. So, ah, warte, da muss ich auf jeden Fall das Teil hier noch. Sehr schön. Das Ding hier können wir direkt mal unser Moped füllen. Hallo? Moped füllen? Das war's. Sehr schön, und bevor wir. Nein, ich will keine Munition aus der Satteltasche nehmen. Ich wollte... Oh, ernsthaft? Nee, einfach nur durchsuchen. So, reicht. Gut, dann... Irgendwie mit dem Moped jetzt hier wieder raus. Ist aber auch immer lustig, dass man so mitten ins Camp reinfliegt. Dann erstmal... Nein, den lasse ich jetzt in Ruhe. Es sei denn, der jagt mich. Dann muss ich ihn leider auch erschießen. Ui. Aua. Wir sind doch hier schon wieder im Besucherzentrum, verdammte Hacke. Ernsthaft, hier waren wir doch schon. Gefühlt 93 Millionen Mal. Was soll ich denn hier jetzt schon wiederholen? Oder nee, was soll ich hier überhaupt machen? Das ist es. Was? Oh, man hüpft doch einfach mal da drüber. Ey, das ist doch... Funktionierendes Bike in der Nähe benötigt. Ja, super. Jetzt muss ich... Oh.
Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich hier in der Nähe vom Besucherzentrum bin. Oder am Besucherzentrum. Aber ich sehe gerade, ui, wir sind bei 30 Minuten. Von daher werden wir uns jetzt nur noch hier hinstellen und... Aua! Das blöde Mistvieh, ne? Wo ist es da? Nein. Tut mir jetzt leid für das Vieh. Aber jetzt muss es leider sterben. Oder wir, je nachdem. Du blödes Mistvieh, komm her. Ja, vermutlich hungrig gewesen. So. Dann werden wir das jetzt nochmal auseinandernehmen. Werden uns mal kurz heilen. Zwei neue Verbände herstellen. Scheiße. Dann vielleicht doch mal das Moped heilen. Oh, hat nur 97%. Dann können wir es auf jeden Fall so lassen. So, was ich auf jeden Fall jetzt sagen wollte, war... Ja, wir sind bei 31 Minuten jetzt. Wir werden hier speichern und beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, der Falli.